So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 3 mit Redlet am Mikro. Ich freue mich ein bisschen auf diese Geschichte. Eigentlich wollte ich heute nichts mehr aufnehmen, wollte Videos schauen und habe gemerkt, also Videos schauen meine ich jetzt, Moment, mal ein bisschen leiser machen, also die Hintergrundmusik. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich schreie deswegen so laut, Kopfhörer auf, Hintergrundmusik auf den Kopfhörern mit drauf, ansonsten Umgebungsgeräusche, niente. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich wollte Videos gucken, habe nichts Gescheites in YouTube gefunden, also da gehe ich immer so meine ein paar Sachen durch. Nichts Gescheites gefunden und auch so nichts Gescheites gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay, dann macht er halt selber was. Also, wo waren wir stehen geblieben? Oh, das ist ein bisschen eine kritische Sache. Das wird euch gefallen. Wir werden uns jetzt da durchbeißen. Ihr wisst schon, an den super-duper... Hast du nicht gesehen? Naja, ihr wisst schon. Supermutant. Ja? Mir fällt jetzt das nicht genau ein, wie die hießen. Super-duper-Mutant. Irgend sowas in der Richtung. Vielleicht kommt es ja noch. Da kommen unsere Freunde. Schwere Verletzung. So ein bisschen haben wir uns verletzt. Ne? Nee, das mit der Verletzung, das machen wir alles später, Leute. Das machen wir später. Wir versuchen jetzt, diese Nummer hier irgendwie noch durchzuwurschteln. Ich weiß. Also ich habe noch so ein kleines Déjà-vu aus der Vergangenheit. Ich glaube, es gibt hier irgendwie eine unterirdische Verbindung, um hier reinzukommen. Ich weiß allerdings nicht mehr, von wo nach wo. Lasst uns doch mal kurz hier oben gucken. Den haben wir schon aufs Maul gehauen. Sehr gut. Das ist eine Mülltonne. Da ist ein Pfeil drin. Guck an. Pfeil ist geil. Hinten war ein bissiger Hund mal. Ne? Ja. Wieso ist denn das jetzt so neblig? Kann mir das mal wer verraten? Scanvorgang. Kunst und Sportler. Ich weiß nicht. Waren wir jetzt schon da drin? Ich gehe mal gucken. Eieiei. Also, ich weiß nicht, den einen oder anderen ist das schon mal aufgefallen, dass mit Bandicam nimmt das so ein bisschen dunkel auf. Das tut mir sehr leid. Macht einfach eure Monitore ein bisschen heller. Ich habe schon die Helligkeit volle Pulle aufgedreht. Moment, ich muss noch mal kurz was gucken. 277, okay. Was ist das hier? Im Gartenzwerg im Klo? So ein Quatsch. Wir müssen hier höllisch aufpassen. Ich bin mir sehr sicher, dass das hier ultra gefährlich ist. Deswegen schleiche ich auch hier so ein bisschen um die Häuser. Was ist das? Oh, mal sehen, was das für eine Waffe ist. Ja, das ist gut. Ting, ting. Weggeplatzt. Hast du gesehen. Und was zum Essen nehme ich ja auch gleich mit. Denn ich habe gesehen, dass wir nicht so viel haben. Nuka-Cola auch. Müssen wir es einnehmen? Eigentlich noch nicht, ne? Das geht noch so ein bisschen. Was ist hier los? Ich höre schon was. Linker Arm ist gut. Hat er den schon kaputt gemacht? Nee, ne? So, sehr schön. Einer ist weg. Oh, da ist noch einer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Hm. Der ist gefährlich. Die sind alle hier gefährlich. Das ist eine ganz gefährliche Ecke. Ich weiß, dass das eine ganz gefährliche Ecke ist. So. Verkrüppelt ist schon mal gut. Nee, ich treffe gar nicht. Ach, verdammt. Jedes Mal. Also das mag ich überhaupt nicht. Schläft Doc Meat oder was macht der da? Jetzt können wir ihn vielleicht da treffen. Ja, getroffen. So, jetzt ist er langsam, der Bursche. So, das war's. Ich hörte immer so ein Stromgeräusch. Hört ihr das auch? Ja, und Doc Meat macht Schläfchen. Schau mal. Oh, ganz müde ist er. Na gut, dann kann er zumindest nichts kaputt machen. Das nehme ich lieber mal. Das ist viel zu gefährlich für euch. Verletzt euch nur. So. Ja, such du mal. Ich suche mal hier. Ich gehe meine Stange Wasser wegstellen.
alles genau untersuchen. Halt. Mülltonne ist gut. Da ist noch Nicola. Eigentlich wollte ich heute Rad fahren, aber es hat die ganze Zeit gepisst. Ich glaube, die drehen am Wetter. Also diesen Sommer, ne? Wenn da irgendwer sagt, mit Klima und so, Klima ist ausgefallen. Gretel ist bestimmt sehr angepisst. Aber dieses Jahr, es ist sehr merkwürdig. Auch die Wetterkarten sind sehr merkwürdig. Also die Satellitenkarten sind augenblicklich sehr merkwürdig. Sie sind sehr verwirbelt. Ja, also... Oh, 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 oh. Ja, der ist schon mal weg. So, jetzt nichts weg. Wie haben wir da noch? 63. Dann nehme ich hier mal was Automatisches. Tot? Was? Was hat denn der Huhn schon wieder? Da, oh, da ist was. Hinter der Tür. Okay, Doc Meat, ich glaub's dir ja. Beruhig dich. Du allerbell Scheiße. Ich möchte erstmal hier gucken. So, na jedenfalls hat das die ganze Zeit gepisst wie Sau. Dann habe ich gedacht, na gut, dann läufst du halt. Und dann, was ist draus im Endeffekt geworden? Ich habe nur gegessen. Aber das ist auch okay. Oh. Die Heckler und Koch. CAWS, die Cars, das ist eine sehr coole Waffe, macht bös Schaden, gerade gegen Supermutanten. Wäre schon was Cooles, aber drauf gepfiffen, sage ich jetzt mal. Der Hund macht mich schwach, ich soll ihn über den Haufen schießen. Er macht mich wirklich schwach. Ich habe auch irgendwo einen Super-Duper-Mutant. Hier sind schon viele, ne? Von der Sorte. Ich glaube, das hat Dogmeat. Ja, hier. So ein bisschen angemeckert. Da hinten kommt noch einer. Oh, da ist Dogmeat John. Da kommt er. Den anderen sieht er gar nicht. Ihn wollte ich eigentlich hier haben. Sehr gut. Da gibt es gar nichts zu meckern. Das finde ich sehr gut. Hinter uns ist was. Ich verstecke mich lieber mal. Da tut sich was, ne? Unten, guckt mal da unten rechts im Bildschirm. Oh, jetzt sind es schon zwei Pünktchen. Nicht gut. Du wirst überhaupt nichts drapsen. Wie kann ich mich denn, glaube ich, tarnen? X mit X. C3PO hat wieder die große Schnauze. Die Neostat, nein, die ist nicht so gut. Die Carves ist besser. Komme ich hier rein? Nee, ne? Aber hier hinten geht's irgendwo weiter. Tür öffnen. Mache ich mal auf. Aber ich tarne mich so ein bisschen. Weil ich dem Frieden nicht trau. Und mein Magen knurrt. Wieso? Gut, dass ich an das Ibuprofen so ein bisschen erinnert werde. Bleistift. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Irgendeine blöde Stützbandage, ne? Sensormodul nehme ich auch mal mit. 4C3PO zum Reparieren. So. Oh, wir machen schon Schaden. Kann mich nicht beschweren, wirklich nicht. Also, das ist halt der kleine Waffenskill. Ach, sie müssen mir höllisch aufpassen. Die können überall... Hier. Ich weiß, dass es jetzt gefährlich ist, was ich hier mache.
Yes, sehr gut. Haha, sehr gut. Sehr gut, es läuft gar nicht mal schlecht. Das war die Calves. Sehr schön. Das nehme ich lieber mal. Verletzt du dich nur? Weißt du ja. Oh, jetzt haben wir alles kreuz und quer irgendwie abgeklappert. Ich weiß nicht so recht, wie ich gehen soll. Mit der Kirche ums Dorf. Merkt er ja schon so ein bisschen. So, also hier war Nüschte. Nee. Ja. Ja, ich schieße einmal auf das und ich schieße einmal auf den Rumpf. Ja, sehr gut. Sehr schön. Die chinesische Knarre ist gar nicht mal übel. Das ist so ein AK, ein chinesischer AK-Nachbau. Was gibt es denn hier Hübsches? Das da, die Gleisnägel nehme ich auch. Vielleicht rödeln wir später mit der Waffe noch ein bisschen rum. Pfeile, geile Pfeile, wisst ihr ja. Immer cool. So, was wiegen wir? 283. Ich glaube, ich werfe auch mal irgendwas ein. Hier so ein Aspirin gegen Kopfschmerzen. Das kann nicht schaden. Und ich nehme ein Fleisch. Nein, ich nehme ein Ibuprofen. Dann kann ich so schnell sterben. Ich nehme ein... Nein, so eine Cola hole ich mir rein. Und das kann ich leider nicht lesen. Ja, das esse ich. So, jetzt geht's wieder. Frisch gestärkt, sehr schön. Durst. Hunger nicht. Oh, Schrotpatrone. Hier geht es nämlich nach unten. Seht ihr das? Das scheint der Keller zu sein. Das sollten wir uns mal merken. Ja. Ja, das ist gut. Sie haben zu viel gegessen, nicht noch mehr. Ich weiß nicht. Wollen wir erst nach oben gehen? Ja, wir gehen erst nach oben. Merken uns das aber. Ich versuche es mir jedenfalls zu merken. Und ich versuche nicht zu sterben. Ja, ich speichere mal. Hier ist das eigentlich so schön hell und dann die Aufnahmen sind immer so dunkel, ne? Es tut mir echt ein bisschen leid, Leute, aber da müsst ihr. Ihr müsst da einfach durch. Wie gesagt, macht euch den Monitor heller. Weiß nicht. Ich kann da leider nichts mehr drehen. Juhu! Irgendjemand zu Hause? Oh, schau mal. Was denn jetzt? Setzt es sich auch noch. Naja, mach mal ein Päuschen, dann nehme ich das halt hier im Sitzen alles mit. Mit E kann ich, glaube ich, da aufstehen. Ich wollte auch mal gucken, wie der Zustand unserer Kleidung ist. Das sieht gut aus. Also, wir haben kaum Rüstung, ne? Das ist halt, wie gesagt, ein leichter Charakter. Und das mag ich. Ich mag das einfach. So. Die Blutbeutel gucke ich mir alle an. Zum einen wegen diesen Kronkorken. Hier habe ich, glaube ich, schon reingeguckt. Ich vergesse das immer so auf die Schnelle ganz schnell wieder. Ach, komm mal her. RL3 ist Einsatz. Ja, ja. RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein ich guter möchte Soldat dir braucht. Aber ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung hier den blöden Ledergürtel gebe ich Ihnen einfach und ich gebe Ihnen das Sensormodul. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte mehr davon, habe ich auch gar nicht. So, und waffentechnisch wollte ich... Oh, das ist auch hier sehr cool, ne? Aber den müssten wir reparieren. Und das ist jetzt schlecht. So, das Hector G11 lassen wir weg. Ja, der verwertet das sehr schön. Das finde ich gut, dass er das macht. Von hier sind wir gekommen. Vorkriegsbuch. Könnt ihr verkaufen, kriegt ihr 100 Äste dafür. Ich höre was. Dass wir hier möglichst nicht runterfallen. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen können. So. Wie sie immer räuspert, ne? Das finde ich auch sehr schön. Diese kleinen Details, schon damals, man darf ja nicht vergessen,
Dieses Game hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Oh, hier ist ein Bett. Oh, ich kann sogar schlafen. Das ist cool. Da schlafe ich noch ein Stündchen. 3 Stunden müsste ich schlafen, um. So. Ich hasse den Hund. Ich hasse den Hund. Ich finde das nie. Wieder bin ich jetzt von hier gekommen oder wieder was? Nee, ich glaube nicht. So. Das Gedudel an jeder Milchkanne, ne? Heftig. Einfach super heftig. Ich glaube, mit A kann ich das alles nehmen. Munitionskiste mag ich sehr. Ich bin der absolute Munitionskisten-Fan. Was ist das denn? Die moderne Zuhaltung. Das können wir lesen. Hülsenlose Munition für die FNP90. Und ein paar Kronkürkchen. Mal 2 Cola gezogen. Hier ist auch noch. Ein paar nehme ich mal mit, aber nicht allzu viele. So, ich weiß nicht. Soll ich jetzt hier oben weiter gurken? Oder wer liegt denn da? Was ist denn das hier? Ich habe gerade irgendwas. Irgendwas habe ich berührt. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja das Kopfhörerkabel. Ich höre noch was tapsen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich höre es tapsen. Was hat nachgelassen? Irgendwas hat nachgelassen. Ich weiß nicht was. Muss mal hier auch kurz gucken. Ich weiß, ich weiß. Jetzt würde er sagen, da warst du schon. Ich möchte aber hier noch mal. Okay, gut. Okay. Jetzt werden wir uns den Tunnel so ein bisschen vornehmen. Das heißt, wenn ich ihn wiederfinde, das ist ja auch das Problem. Mal gucken, wo das war. Auf der anderen Seite? Nee, hier bin ich reingekommen. Okay. Da, ach, da hinten irgendwo. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hinten durchgehe, ne? Falsch. Da oben wäre auch noch was, aber das lassen wir jetzt mal. Hier. Ich habe es wieder gefunden. So, sehr schön. Geht doch. Das ist natürlich schon gefährlich. Mal sehen, wie wir das. Ich möchte jetzt die Waffe nicht wechseln. Sehr gut, sehr gut. Ich kann überhaupt nichts sehen. Doc Meat, sehr gut. Wenn das hier vorbei ist, gibt es einen feinen Knochen für dich. Was für eine Töle, ne? Der hat eine Haarklammer dabei. Was will denn eigentlich so eine Gesichtsfünf, ja? So, Frankensteins Turnbeutel, ja. Was will der eigentlich mit Haarklammern? Oh. Der wurde irgendwie gefangen genommen. Ja, ich glaube, man sollte erst das Gebiet reinigen, aber ich habe ehrlich gesagt. Schau mal hier. Das ist sehr gut, dass wir das haben. Ödland-Gefangener. Die Supermutanten haben ihn gefangen. Der freut sich jetzt. Vielen Dank. Der will mir jetzt Vorrede geben, ne? Ja, ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme das, aber ich lasse ihm das einfach mal. Ich weiß, dass ich da Karma bekomme, dass es nicht gut ist und hast nicht gesehen, aber was soll's. So, mal gucken, wo der hinläuft.
Hier liegt eine Hand. Ja, ist das widerlich. Das ist teilweise so widerlich. Ja, hier gehe ich dann runter. Radioaktive Fässer. Das ist eine kleine Springfield. Oh, wir haben die schon lange nicht mehr benutzt, ne? Die Waffe. Oh, ich mag die doch so sehr. Ich mag die doch so sehr. Huch. Nein. Mache ich wieder so schnell. Die 32er lasse ich da. Combat Shotgun. Sehr gut. Da haben wir nämlich jetzt wieder über 100. Deswegen switche ich immer ganz gerne mit den Waffen, um einfach mit der Munition das so ein bisschen skalieren zu können. So, hier höre ich wieder was. Putzmittel nehme ich nochmal mit. Das ist wieder so eine Dampfanzeige. Das hier oben ist ein Kreuzschlüssel. Ui. Naja, gut, ich nehme es mal mit. Da gibt es einen Spritzschlauch. Nehmen wir mal genauer gucken, wie das hieß. Altmetall für Ersatzteile. Wäre gut. Löschschlauch, Spritzdüse. Was für ein Wort. Meine Nase juckt. Ich komme halt nicht hin, weil jedes Mal die NPCs, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ihr merkt schon, ich bin still. Ich versuche mich zu konzentrieren. Tut mir leid auch. Was ist das für ein Gewusel und für ein Gewühl? Ist ja unglaublich. Wer ist denn da noch? Ach, ich möchte mal wissen, von was das eigentlich aufgeladen wird. Also ein Anzug. Ich weiß, dass man das einstellen konnte in der Config. Aber ich weiß nicht mehr wo. Dogmeat ist leer, weil er müde ist. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Psycho. Scooch. Was für ein Haufen hier, ne? So, Halshammer. Wem habe ich noch nicht die Taschen umgekrempelt? Ich habe total die Orientierung verloren. Hier gehe ich auch nochmal reingucken, weil manchmal hast du eine kleine Überraschung drin. Also manchmal. Eieiei. Hier ist überall Gas. Das finde ich nicht gut. Aber ich kann es nicht zünden. Da müsste ich mit einer Granate rangehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ob ich jetzt hier hochgehen soll und nicht. Ich wollte eigentlich durch den Keller gehen erstmal. Oder soll ich doch hier reingehen? Na, wisst ihr, was wir machen? Das jetzt so. Ich speichere. Und wir gehen gucken. Hier ist alles voller Gas. Maske, Sherry Bomb. Was wiegt denn das? 01. Na gut, dann nehme ich es mal. War das der blöde Hund? Ich wette, das war der blöde Hund. Weil der einfach dümmer ist wie ein Sack Holz. Wie ein Sack Holz. Hier ist was. Und Strahlung haben wir auch schon wieder einen Haufen aufgenommen. Ja, zumindest hat sich das mit dem Gas erstmal erledigt. 44 Magnum, sehr gut. Was ist das da für ein komisches? Hast du nicht hier Radkacker? Lebt die oder ist sie tot? Nee, ist tot. Hier ist aber ordentlich was am Dampfen. Waren wir hier schon? Das kommt mir so vertraut vor.
Ja, hier waren wir schon. Hier habe ich noch gesagt, ne? Lösch, Spritz, Schlauch, Düse, ja. Hier waren wir, okay. Gut, na gut, dass wir das geklärt haben. Ich hätte auf der anderen Seite noch nach oben gehen können, aber ich habe irgendwie keine Lust. Ich habe keine Lust. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Schon ein bisschen geheimnisvoll, das Ganze. Haarklammer Radix. Das ist ein Schalter. Ich drück den einfach mal. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich hätte ihn sowieso drücken müssen. Tarnung, tarnen und täuschen. Wo bin ich hier? Wieso sind die eigentlich immer so eifrig? Wieso ist was aus? Was ist aus? Oh, ich höre was. Was ist das denn? Eine Kamera? Nee, doch. Stealth Boy. Vielleicht verbrauche ich ja. Ach, das sind die Geräusche von der. Von dem Pla. Oh, Scheiße, ist der stark. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Was mache ich denn jetzt? FNP 90. Ich habe Angst. Ich habe so ganz dolle Angst. Psycho. Ich nehme einfach Psycho ein. Ich weiß, dass ich mehr Schaden deutlich mache. Ich nehme eine Cola ein, weil ich einfach so eine Scheißangst habe. Ich nehme ein. Amphetamine. Stimulation. Nee, 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 nee. Rauchen ist auch nicht gut. Glück wäre eine Option. Aber das Zeug macht brutal abhängig. Ibuprofen. Und ich nehme ein Aspirin. Und ich warte jetzt hier. Und das Geräusch ist nichts Gutes gewesen. Das war gut, das war gut. Aber er ist scheiße stark, sage ich euch. Die Supermutanten Überlords, die sind scheiße stark. So. Verstümmelte Organe. Hier liegt die Minigun. Aber ich brauche die nicht. Viel zu schwer. So, ich muss jetzt mal kurz was gucken. Hier. Und das Stealth Boy nachschlagen. Dann OP-Schlauch. Zwei ablegen. Um so ein bisschen leichter zu werden. Rote Zutrittskarte. Stützbandage. Eine weg. Ich wollte gucken. Stealth Boy heißt das doch, ne? Wo sind denn die? Oder ist das unter Hilfe gewesen? Ja, die verbraucht der. Das geht nicht über den Anzug. Ich muss noch mal gucken, wo da die Config war. Jetzt gehen wir hier noch mal gucken. Pass mal auf. Ah ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Und ich weiß auch, wer das ist, den wir hier platt gemacht haben. Hier ist noch ein Stealth Boy, nehmen wir. Weil solange ich das noch nicht umgestellt habe. Abgesägte Schrotflinte, nehmen wir natürlich hier alles mit. Dass es gleich am Eingang so dasteht, ne? Das finde ich eigentlich sehr gut. So, jetzt heißt es nicht Sterbseln. 10 mm Pistole mit Schalldämpfer. Haben wir die nicht schon? Ich könnte sie nehmen und ich nehme sie mal mit und gebe sie. Ja, hier. Ja, Sir. Ich, RL3 ganz ist mit genau. allen
technischen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber Ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. FNP 90, nachladen die Knarre. Das ist schon eine sehr wirkungsvolle Waffe, aber man sollte sich wirklich die Munition dafür aufsparen. Für solche Aktionen, Supermutanten, Überlords und hast du nicht gesehen. So. Weil die Typen sind echt heftig unterwegs, sage ich euch. Die sind bös heftig unterwegs. Ich denke auch nicht, Wasserbrunnen, da könnte ich eigentlich Flaschen auffüllen. Na, ich nehme mal Red Away mit, was soll's. Schaden kann es nicht. Ach, Dogmeat, verpiss dich doch mal. Blödes Vieh. Was ist das? So, hier ist nüchte. Aber ich denke nicht, dass wir hier schon durch sind. Ich könnte vielleicht nochmal durch die Tunnel gehen. Von hier sind wir gekommen, ne? Ganz genau. Nö, da ist eigentlich nichts weiter. Dann würde ich sagen, es ist eigentlich mal so ein bisschen Zeit, um daheim mal vorbeizuschauen. Um uns nochmal so ein kleines bisschen zu sammeln, vielleicht. Wir haben gerade mal 36 Schuss. Eben, wisst ihr was, Leute? Ich habe einen Plan. Egon Olsen hat einen Plan. Ich denke, wir werden unseren Hintern mal heimbewegen und versuchen, mal Munition aufzutreiben hier für diese Waffe. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Und hier durch die Ruinen, da sind wir auch noch nicht durch, ne? Da können wir nochmal gucken, aber ich dachte, da war zuletzt auch noch so ein komischer Hund. Ich gehe mal kurz die Karte so ein bisschen angucken. Die Karte wird Data, Aufgaben, Weltkarte. So, sehr schön, ja. Oh, wir sind ja schon wieder da hinten. Das wollte ich eigentlich so nicht. Ich wollte dieses Gebiet noch ein bisschen einkreisen und dann mich wieder so ein bisschen der Story widmen. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, hier das nochmal so ein bisschen abzuklappern. Weil wir dann relativ viel aufgedeckt haben. Die Kamera. Was habe ich jetzt entdeckt? Ich habe da was entdeckt eben. Irgendwas mit Gutshof und so. Also zu entdecken gibt es schon irre viel. Das muss man schon mal sagen. Truhe. Was mache ich eigentlich mit den Kameras, Leute? Kann man das mal eher mitteilen? Da ist der Hund. Ich weiß, dass wir einen erschossen hatten, aber einer war noch am Leben. Was ist denn das da oben? Ich duck mich lieber mal. Weil Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Da kenne ich gar nichts. Was ist denn das da eigentlich? Waren wir da schon? Das ist doch hier irgendein... Nö, das ist... Da waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt mal hin. Aber die Antenne, die baut sich nicht auf. Das ist doch eine Antenne. Nee. Ei. Das scheint was Spannendes zu sein. Leute, ich muss echt sagen, es kommt mir total bekannt vor. Ich habe schon wieder so ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Nicht getroffen mit diesem Waffenskill? Bist du besoffen oder was, Kind? Mu, hat er gemacht. Mu. Ja. Blöd. Oh. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.